Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es eine leckere Hühnernudelsuppe von mir. Und zwar ist das eine Hühnersuppe, die ich sehr oft in der kalten Jahreszeit mache und wonach meine Freunde und Verwandte immer wieder nach dem Rezept fragen. Und erst heute habe ich es geschafft, das Video zu drehen und zu veröffentlichen. Der Grund, warum diese Suppe so beliebt ist bei meinen Verwandten und Freunden, wo ich die Suppe schon gemacht habe, ist, dass sie einfach sagen, dass diese Suppe ganz anders, aber viel besser schmeckt als andere Hühnersuppen. Bei dieser Hühnersuppe sind bestimmte Kochdetails ganz wichtig, was auch den Geschmack dieser Suppe erzeugt. Deshalb müsst ihr auch Schritt für Schritt so vorgehen, wie ich auch in diesem Video zeige, weil sonst schmeckt die Suppe ganz anders, wenn man es ein bisschen anders kocht. Das ist die Lieblingssuppe meiner Familie im Winter, weil sie super lecker schmeckt, antibakteriell wirkt, unsere Antikörper stärkt und richtig, richtig gut tut in den kalten Wintertagen. Und viel schneller zu machen ist als andere Hühnersuppen. Einfach mal probieren und schreibt mir bitte eure Kommentare. Würde mich sehr interessieren, wie euch diese Suppe schmeckt. Kommen wir zu unseren Zutaten für unsere Suppe. Und zwar brauchen wir erstmal eine halbe Hähnchenbrust. Und wenn die Hähnchenbrust sehr klein ist, dann könnt ihr auch zwei Stück benutzen. Erstmal muss ich meine Hände waschen. Genau, ganz wichtig ist natürlich die Hygiene, gerade wenn man mit Fleisch und insbesondere Geflügel zu tun hat in der Küche. So, und jetzt habe ich hier noch feine Nudeln. Also ihr könnt Fadennudeln benutzen, ihr könnt Reisnudeln benutzen. Aber ich habe hier glutenfreie feine Nudeln selber gemacht. Es gibt glutenfrei zwar Nudeln und Spaghetti, aber leider keine glutenfreien Fadennudeln. Habe ich nicht gefunden. Wenn ihr welche seht, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Ich habe die einfach selber aus Spaghetti gemacht. Ne? Einfach die Spaghetti mit der Hand abgebrochen in kleine Teile und so habe ich sozusagen meine feinen Nudeln. Und ja, das Interessante ist, seitdem ich das mit diesen Spaghettis mache, schmeckt die Suppe meiner Tochter auch viel besser. Dann brauchen wir als Zutaten noch Butter und Zwiebel, Tomatenmark. Ich habe hier jetzt noch Mehl, aber da ich mich glutenfrei ernähre, nehme ich Buchweizenmehl. Passt auch sehr gut dazu, aber ihr könnt auch irgendeine andere Mehlsorte benutzen. Dann habe ich hier noch Gewürze, Salz, Oregano und Pulverbeige. Also das sind wieder diese typischen Chiliflocken, die ich immer sehr oft benutze. Könnt ihr gerne beim türkischen Laden holen. Ne? Die Nachfrage ist immer da, wo bekomme ich diese Chiliflocken her? Und zwar gibt es die Chiliflocken einmal in scharf und einmal in mild. Ne? Ich habe hier im Moment die scharfe Version, weil ich finde, Schärfe passt zu der Suppe sehr gut, aber ihr könnt auch die milde Version benutzen. Ich finde, ja, gibt der Suppe auch einen richtig guten Geschmack. So, und dann brauchen wir noch ein Eigelb, etwas Zitronensaft und ein bisschen Pfeffer. So, zuerst schneiden wir die Hühnerbrust. Und zwar legen wir sie natürlich auf ein Brett, wo wir nur Fleisch schneiden. Also aus hygienischen Gründen solltet ihr wirklich die Bretter trennen, wo ihr Fleisch und Gemüse schneidet. Und ich schneide die Hühnerbrust so erstmal längst. Und dann schneiden wir die längst geschnittenen Streifen in kleine Stücke. So, und dann aber hacken wir das Fleisch, das Hühnerfleisch, noch kleiner. Das heißt also, für diese Suppe brauchen wir die Fleischstückchen ganz, ganz klein. Und dann könnt ihr so lange hacken, bis es nicht mehr weiter kleiner geht. So, jetzt sind wir mit dem Hühnerfleisch fertig, schieben das Brett erstmal zur Seite und nehmen ein anderes Brett für das Gemüse und auf diesem Brett schneiden wir jetzt die Zwiebel. Die Zwiebel einfach halbieren und klein schneiden. Erstmal längs und dann drehen und ganz klein schneiden. Nach der Zwiebel holen wir einen Suppentopf auf unser Herd
und machen die Butter hinein, aber nur 1,5 Esslöffel. Einen Löffel lassen wir noch übrig für später und lassen die Butter erstmal schmelzen. Und zwar erstmal, ich habe 9 Stufen und ich mache das Ganze auf Stufe 8. So, jetzt kommt das Hühnerfleisch hinein. Jetzt braten wir das Hühnerfleisch mit der Butter zusammen an, auf Stufe 8, also auf höherer Temperatur. Viele werden jetzt sagen, ja, die Butter verträgt nicht so hohe Temperaturen. Ja, das stimmt, aber mit dem Hühnerfleisch, weil nämlich das Hühnerfleisch roh ist, lässt es Wasser raus, verbrennt die Butter nicht. Aber diese Prozedur müsst ihr genauso machen, wie ich es sage. Weder die Butter noch das Fleisch werden in dieser Zeit anbrennen. Und das kann nämlich ein paar Minuten dauern. Wir braten so lange weiter, bis es keine rohen Stellen mehr gibt bei dem Hühnerfleisch. Das heißt also, die Farbe muss sich richtig ändern auf weiß. Dann ist es genau richtig. Kurz anbraten. Das Fleisch wird ja noch gekocht, deshalb müssen wir nicht sehr intensiv anbraten in der Butter. So, wenn sich die Farbe richtig verändert hat, holen wir das Fleisch aus dem Topf erstmal in eine separate Schale. Und zwar würde ich vorschlagen mit dem Löffel, weil ein Rest Butter soll ja noch im Topf übrig bleiben für die nächste Prozedur. Jetzt reduzieren wir ein wenig die Temperatur. Ich habe insgesamt 9 und ich reduziere das Ganze auf Stufe 6. Und mache noch einen Esslöffel Butter hinein. Denkt bitte nicht darüber nach, dass ich zu viel Fett verwende, weil die Hühnerbrust hat so wenig Fett, dass ich mir schon ein bisschen Butter leisten kann. Und jetzt kommt die Zwiebel hinein. Und ohne Fett würde die Suppe wirklich nicht schmecken. So, jetzt brate ich die Zwiebel mit der Butter zusammen an, aber auf Stufe 6. Ein bisschen jetzt Temperatur natürlich reduzieren, damit die Butter nicht anbrennt. So, meine Zwiebeln sind jetzt glasig geworden und jetzt tue ich das Hühnchen wieder in den Topf und brate das Hühnchenfleisch mit den Zwiebeln zusammen an. Ein paar Mal kurz wenden und dann ist auch genug. Sehr lange brauche ich das nicht zusammen zu machen, weil beides ist ja schon angebraten. Und jetzt kommt Tomatenmark hinein. Und auch die Gewürze. Das ist jetzt ganz wichtig, dass Gewürze jetzt in dieser Prozedur hineinkommen. Und jetzt wird alles schön angebraten und ich habe immer noch Stufe 6. So, und das ist jetzt wirklich auch das Geheimnis dieser Suppe, dass mit dem Fleisch zusammen Tomatenmark und die Gewürze angebraten werden, weil so bekommt das Hühnchen einfach das Aroma des Tomatenmarks und von den Gewürzen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr jetzt diese Prozedur unbedingt auch so macht. Das dauert eine Minute etwa mit dem Tomatenmark zusammen das Anbraten. So, wenn das schön angebraten ist, ist jetzt die Zeit für das Mehl. Das Mehl kommt jetzt auch hinein und dann wird auch mit dem Mehl zusammen angebraten. Und hier ist ganz wichtig, dass ihr die Temperatur noch weiter reduziert. Also ich habe jetzt reduziert auf 4 und ihr müsst ein paar Mal schwenken und auch auf dem Boden haftet sich natürlich Mehl an und da könnt ihr auch so ein bisschen mit dem Löffel kratzen am Boden. Ihr müsst ein bisschen hier bei dieser Prozedur darauf achten, dass das Mehl nicht anbrennt. Deshalb also Stufe ganz, ganz niedrig setzen. Kurz anbraten ist auch ganz wichtig mit dem Mehl. Das erzeugt auch nämlich das typische Aroma dieser Suppe. Und wenn es fertig ist, sofort zur Seite schieben. Topf wieder aufs Herd holen und Wasser hinzugeben. Erstmal ganz wenig kaltes Wasser hinzugeben. Also in diesem Fall ist es erstmal wichtig, dass das Wasser kalt ist, damit es keine Klümpchen ergibt und dass ihr nach und nach hineingießt. Also zuerst müsst ihr so eine sämige Konsistenz erreichen mit wenig Wasser.
und dann nach und nach immer wieder das Wasser hineingeben. Ich habe jetzt die Temperatur erhöht, damit das natürlich Wasser auch aufkocht. Ich habe jetzt auf Stufe 9, auf die höchste Stufe gedreht, mein Herd. Und das Wasser soll jetzt natürlich auch langsam aufkochen. So, nun haben wir fertig gerührt und jetzt machen wir den Deckel zu, aber nicht ganz, einen Spalt auflassen und wir warten, bis die Suppe erstmal aufkocht. Wenn die Suppe richtig aufkocht, reduzieren wir, also machen erstmal den Deckel zu und jetzt können wir die Temperatur reduzieren auf 4. Also ich habe 9 Stufen und ich reduziere das Ganze auf 4 und lasse 20 Minuten köcheln. Nach 20 Minuten habe ich eine herrlich riechende Küche und ich öffne jetzt den Deckel und ihr seht, es köchelt fleißig vor sich hin. Aber meine Suppe ist ja noch nicht fertig, weil die Nudeln müssen jetzt rein. Und zwar habe ich ja meine Spaghetti-Nudeln, aber ihr könnt natürlich auch Fähnchen-Nudeln, alles machen. Bei diesen Spaghetti-Nudeln braucht meine Suppe noch eine Kochzeit ungefähr von 10 Minuten. Bei Fähnchen-Nudeln dürfte es etwas kürzer sein und ihr müsst selber einfach bestimmen. Und jetzt lasse ich einfach die Nudeln kochen in der Suppe. So, ihr seht hier meine Spaghetti, also ich prüfe nochmal die Konsistenz, ob das genug ist einfach und mache den Deckel zu und lasse nochmal 10 Minuten bei Spaghetti-Nudeln köcheln. In der Zwischenzeit mache ich jetzt etwas, was ich noch zumische in meine Suppe und zwar Eigelb und Zitronensaft. Die halbe Zitrone presse ich jetzt in das Eigelb hinein, mixe einfach mit der Gabel. Und diese kommt jetzt zum Schluss noch in meine Suppe. So, nach 10 Minuten kann ich wieder gucken, ob meine Nudeln gekocht sind. Ja, sie sind schön weich geworden und jetzt ist eigentlich meine Suppe fast fertig. Aber es muss noch ja das Eigelb-Zitronensaft rein. So, ich mache jetzt mein Herd aus. Das ist ganz wichtig, dass ihr jetzt einfach zur Seite schiebt und die Suppe darf nicht mehr köcheln, wenn ihr jetzt diese Prozedur macht. Und jetzt könnt ihr einfach Eigelb-Zitronen gemischt hineinrühren. Dabei ist wirklich ganz wichtig, dass die Suppe nicht mehr köchelt. So, damit wäre jetzt meine Suppe fertig. Meine Familie wartet schon ungeduldig auf die Suppe, deshalb serviere ich mal schnell. Und euch wollte ich mal zeigen, wie die Suppe jetzt aussieht. Schön sämig, wegen des Mehls natürlich und wegen des Tomatenmarks. Und wirklich ganz, ganz herrlich. Ich weiß, dass die Deutschen ganz anders ihre Nudelsuppe machen, aber versucht es einfach mal so. Es ist einfach wirklich auch ein ganz toller Geschmack. So ähnlich schmeckt die anatolische Suppe, die ich schon mal gemacht habe. Die könnt ihr auch anklicken, wenn ihr wollt, aber die ist viel schwieriger zu machen. Das ist sozusagen die leichte Variante, habe ich mir selber ausgedacht. Und das ist jetzt meine bekannte, beliebte Hühnersuppe geworden einfach. Und das Rezept wollte ich unbedingt auch euch zeigen. Und versucht wirklich diese Suppe auch zu machen mit diesen Spaghetti-Nudeln. Also seitdem ich jetzt mich glutenfrei ernähre, habe ich jetzt das Rezept zufällig herausgefunden, dass es gerade mit diesen Spaghetti-Nudeln auch sehr lecker schmeckt. Vielleicht habt ihr eine andere Variante, könnt ihr mir gerne schreiben. Aber ich als Tipp würde euch sagen, versucht es einfach mal mit diesen Spaghetti-Nudeln. Und versucht mal, auch wenn ihr glutenfrei euch nicht ernährt, mal meine Methode mit einfach Buchweizenmehl und glutenfreien Spaghetti-Nudeln zu probieren. Kann sein, dass die Suppe dann auch wirklich anders und besser schmeckt. Buchweizenmehl ist nämlich viel, viel gesünder als normales Mehl, was wir benutzen und hilft sogar beim Abnehmen, erhöht den Blutzucker nicht so schnell wie normales Mehl. Versucht es einfach mal. In jedem Bioladen könnt ihr Buchweizenmehl finden. Macht einfach mal diese Suppe nach. Ich bin so gespannt, wie euch diese Suppe schmeckt und schreibt mir bitte in die Kommentare. Ich bin wirklich sehr neugierig über eure Meinungen darüber. Ich freue mich über ein Abo und einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und klickt bitte die Glocke an, um über neue Videos von mir eine Nachricht zu bekommen, denn im Moment veröffentliche ich wirklich sehr viele Videos.
Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Tschüss!